Im nächsten Fall hat ein anonymer Anrufer eine halbnackte Frau als öffentliches Ärgernis in einer beschaulichen Wohngegend gemeldet. Eine Streife trifft gerade ein. Au, da, 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 komm, komm, komm. Hallo. Hallo. Was ist passiert? Hallo. Hallo. Oh, was passiert? Komm her, komm her, komm her. Egon, wir brauchen ein RTW. Und das sieht auch nach Sexualdelikt aus. Auch die Kripo dazu. Den Fall übernehmen Kriminalkommissar Sören Naujok und Kriminalhauptkommissar Hans Frendenberger. Zuerst kümmern sich die Rettungskräfte um die geschwächte Frau, denn sie droht zu kollabieren. Ganz weite Pupillen. Also irgendwas hat die. Ja, wir gucken mal. Wo ist das, wo ist das denn passiert? Wo ist das denn passiert? Wir haben was getrunken und meine Freundin da drüben. Bei der ersten Befragung der jungen Frau, die draußen hier halbnackt angetroffen worden ist, habe ich festgestellt, dass sie meinen Fragestellungen gar nicht folgen konnte. Die war total von der Rolle. Ich hatte aber den Eindruck, sie wollte mir irgendwas mitteilen. Sie war unruhig und sagte dann auch irgendwann, die Mädels, die im Haus, die brauchen ihre Hilfe, sie müssen denen helfen. Und dann sind wir in die Richtung gegangen, aus der sie gekommen ist. Das muss hier stimmen, ne? Hier. Oder? Da vorne im Garten. Hier rein. Ja, da steht auch das Türchen. Oh, was ist denn da los? Hey! Hey, Polizei! Nein, lass mich! Nein, lass mich! Runter auf den Boden, runter auf den Boden! Runter, runter, runter! Runter, runter, runter! Runter! Komm, leg dir die Handfesseln an. Komm, komm, komm. Warte, sie mit dem Arm. Ich geh mal eben zu der Frau. Was hat der gemacht? Er hat die ganzen Frauen, er hat die Frauen gefilmt. Was hab ich? Ich hab gar nichts gemacht. Doch! Sind Sie verletzt? Nein, ich wollte jetzt gerade noch fliehen. Wohnen Sie hier, oder? Nein, ich bin Dessous-Beraterin. Sind hier noch mehr Leute? Da sind noch mehr. Ist da noch jemand verletzt jetzt hier? Die Frauen, die liegen alle da. Er hat sich aber... Was, du willst abbauen? Lass! Hallo? Hans! Hier war der Auto. Komm mal her hier. Hallo? Hallo? Du meine Güte, was denn hier passiert? Sind alle bewusstlos. Wir brauchen irgendwie noch ein RTW. Ruf mal noch ein RTW, bitte. Rufst du? Hören Sie? Hallo, junge Frauen. Die Polizei ist hier. Hallo, können Sie mich verstehen? Kurz ist noch da. Die Kripo-Beamten fordern die Spurensicherung an. Aufgrund der Aussage der Dessous-Beraterin müssen sie davon ausgehen, dass der Mann die Frauen vorsätzlich betäubt hat. Was ist hier abgelaufen? Wie genau? Also, ich habe hier eine Dessous-Party gemacht. Ich bin eine Dessous-Beraterin. Ja. Den Frauen, alles ging's gut. Und auf einmal irgendwie ist es schlecht geworden. Auf einmal, ich war im Badezimmer, habe mich umgezogen gerade. Hm. Und dann hörte ich es nur krachen und wie auch immer. Dann kam dieser Typ da rein und kennen Sie diesen Typ, diesen Mann? Nein, 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 nein. Es sah dann so aus, dass alle anwesenden Frauen Sekt getrunken haben. So sagte zumindest die Veranstalterin, die wir im Garten angetroffen haben. Sie selber sagt, sie habe nur mal am Glas genippt, weil sie einfach nüchtern bleiben wollte als Veranstalterin eben. Haben Sie den Sekt eingegossen oder ist er von Ihnen? Nee, also der war von der Gastgeberin. Von der Gastgeberin? Von der Marianne, ja. Okay, super, alles klar. Moin, Jungs. Hallo, Kollegen. Wenn der drinnen reinkommt, da liegen noch ein paar junge Damen in Dessous. Da steht auch Sekt. Wir vermuten eventuell, dass der Sekt mit dem Ganzen zu tun hat. Also den auf jeden Fall mal. Also habt ihr den Verdacht, dass die irgendwas bekommen haben, was Lebensmittel oder sowas ungemischt? Alles klar, wir gucken uns das mal an. Macht das mal. Ja. Nachdem die Frauen erst versorgt worden sind, können die Ermittler den Tatort genauer begutachten. Dabei machen sie eine entscheidende Entdeckung. Wo lag die? Die lag hier, weil ich hier die ganze Zeit. So hier auf diesem Bock hier? So, fotografiere die mal kurz. Ganz wichtig hier für die Spur, die Kamera. Die muss unbedingt sichergestellt werden. Ja. Da soll der angeblich hier einiges gefilmt haben, der Bursche. Wir haben im Haus die KTU gebeten, alles, was eben möglich ist, an Spuren zu sichern, insbesondere sich die Gläser anzuschauen, Proben mitzunehmen, damit festgestellt werden kann, welche Substanzen sich darin befinden. Wir haben aber auch im Wohnzimmer eine Kamera gefunden. Dabei handelt es sich um diese Kamera hier. Die funktioniert so nicht, scheint hingefallen zu sein. Aber die Spezialisten von der KTU werden die sicherlich auswerten können und herausfinden können, was da aufgenommen worden ist. Dann lass mal zu den jungen Mann noch mal rausgehen. Für Sören Naujok und Hans Frendenberger drängt sich mehr und mehr der Verdacht auf, dass es sich um ein Sexualdelikt handelt. Sie befragen den mutmaßlichen Täter. Ja, sagen Sie mal, was wollten Sie hier? Sie kommen hier hin, da sagen Sie, sind schon alle Frauen benebelt oder bewusstlos. Ja, genau in dem Moment, als Sie da hinkommen?
Was wollten Sie überhaupt da? Ich wollte zu meinem Ex-Date. Das war Marianne, die denkt, die kann mich abwimmeln lassen. Moment, dann lasse ich die Frauen abwimmeln, langsam. Aber nicht sie zu mir. Deswegen. Oh, Macho, alles gut. Ja, das kann ja im Privatleben so sein. Aber wir klären jetzt erstmal eine Straftat. Entschuldigung, mein Einsatz. Sie sagten gerade Marianne, der fiel doch vorhin schon ein paar Mal. Genau. Ist das die Besitzerin oder die Mieterin von dem Haus? Ja, aber das ist mein Ex-Date. Das ist das heißt, die so eine richtige Tussi. Ist die kennt sich da so bestens. Die kennt sich da so bestens aus. Ja? Ich bin hingefahren, weil ich wollte was mit dir besprechen. Weil das geht nicht. Die kann nicht so einfach mit mir umgehen. Wenn das ihre Ex ist, das heißt, sie waren also auch schon ganz oft in dem Haus und kennen alle, kennen die Ehrlichkeit. Ich war schon mal da, ja. Den jungen Mann, den wir vor Ort angetroffen haben, teilte uns in der ersten Befragung mit, dass er hier was klären wollte. Er war mal ein Date von der Hausbesitzerin. Er hat diese aber nicht angetroffen. Ob er jetzt gefilmt hat oder nicht, das wollte er uns jetzt nicht mitteilen. Ich sag jetzt auch nichts mehr, ganz ehrlich. Ich will jetzt nur mit meinem Anwalt jetzt reden. Die Auswertung der Kameraaufnahmen wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Am Tatort hat die KTU aber bereits wichtige neue Indizien gefunden. Das Einzige, was komisch ist, es sieht dort drin alles sehr aufgeräumt, sehr ordentlich aus. Ja, da ist aber eine Schmuckbüste, wo man so ein Collier oder sowas dran hängt, und die ist leer. Ja, könnte auch nur Deko sein. Könnte Deko sein, nur für euch zur Info, es sah ein bisschen komisch aus, weil da fehlt was. Das Wohnzimmer, das Teil, ne? Genau. In diesem Regalchen an der Wand, da war nichts dran. Okay. Neben einem Sexualdelikt kommt für die Kriminalisten auch ein Diebstahl als Motiv in Frage. Die Mieterin der Wohnung ist mittlerweile vernehmungsfähig und liefert neue Infos. Wir haben hier insgesamt 6 Frauen, davon sind 5 richtig benebelt, teilweise sogar richtig besinnungslos gewesen. Die sind am Kopf verletzt. Können Sie sich denn erinnern, wer das war? Was passiert ist? Ich weiß noch, wir haben Sekt getrunken und auf einmal wurde mir so komisch. Und dann war da Malte. Mein Ex-Date von letzter Woche, der war auf einmal da. Und dann, warten Sie mal, Marianne, wie sieht der aus, der Malte? Er hat so ein Bart und kurze Haare. Ziemlich kräftigen Bart? Ja. Und ganz kurze Haare? Ja. Und dann irgendwie, ich hatte dann Angst und es war alles so komisch. Und dann bin ich weggelaufen. Ich bin irgendwo gegengeknallt. Ich glaube. Das wissen Sie noch. Das hat er nicht gemacht, sondern Sie sind selber gestürzt. Er hat mir den Weg abgeschnitten. Ja. Also nach den ersten Ermittlungen sieht es halt so aus, dass der junge Mann hier den Frauen etwas ins Glas gepackt hat, diese somit bewusstlos gemacht hat, um diese zu filmen, eventuell vielleicht auch sexuelle Handlungen vorzunehmen, oder? Ja, was mir noch nicht so ganz klar ist und einleuchtet, das ist die Tatsache, dass die Frau draußen rumgerannt ist. Ist ihr vielleicht die Flucht gelungen? Oder, also da habe ich noch Fragezeichen im Auge. Das müssen wir jetzt durch die Ermittlungen noch weiter herausfinden. Wir fahren jetzt zur Dienststelle. Ne? Ihr auch? Ja. Dann sehen wir uns ja gleich. Die Kripo-Beamten wollen den Mann und die Dessous-Beraterin auf der Wache weiter vernehmen, während die Betäubungsopfer im Krankenhaus behandelt werden. Die KTU arbeitet währenddessen unter Hochdruck an der Auswertung der Videoaufnahmen. Panik bekommen, ja. Angst bekommen, ja? Das Hallo. Schaut mal, wenn ich euch mitgebracht habe. Sie wollten doch eigentlich ins Krankenhaus, oder nicht? Ja, das ist ja auch ein Kratzer gewesen. So geht's mir eigentlich gut. Ich musste aber einfach wissen, wie es bei mir zu Hause aussieht nach der ganzen Geschichte. Wollen Sie jetzt noch mal zu Hause? Ja, natürlich. Ich musste das ist gut, aber gut, dass Sie da sind. Danke, Ralf. Fehlt denn irgendwas zu Hause? Ja, wie gesagt, wo Sie mich drauf angesprochen haben, ich habe direkt nachgeguckt, die Kette meiner Großmutter. Das ist, ja, das ist zwar jetzt nichts Teures, aber vom Material. Fehlt noch mehr. Ja, also ich bin dann auch wieder zurück zu den Mädels und die waren auch wieder ein bisschen klarer und auch denen fehlen Uhren, Schmuck, alles weg. Das wussten wir bis jetzt ja noch gar nicht. Also es ist einiges. Die neuen Erkenntnisse untermauern die Diebstahltheorie. Doch die Aufnahmen der Kamera, die am Tatort aufgefunden wurde, zeigt, dass weit mehr dahinter steckt. 46 Sekunden. Da ist er. Was macht der Typ denn? Ton haben wir nicht? Nee, Ton gibt's leider nicht. Was ist ja gruselig. Wieso macht er das? Das ist so ekelhaft, der Typ. Da gibt's diverse Gründe für. Vielleicht verrät er uns die auch noch. Da hing die Kette. Ja, da unter dem Bild. Was war das für ein Bild, was da? Ja, von meiner Großmutter das Bild. Ich hatte das, weil sie halt verstorben ist, alles schön drapiert. Das Video war so aussagekräftig, dass man halt gesehen hat, was da alles so passiert ist. Dieser Malte, dieser eklige Typ, er hat das einfach schamlos ausgenutzt und ist einfach gefilmt. Ich meine, wenn die Veranstalterin nicht gekommen wäre, was wäre denn dann noch alles passiert?
Die Sachen, die fehlen, ja. Sind die alle nur in diesem Raum gewesen? Oder waren da auch in anderen Räumen irgendwelche? Das muss in diesem Raum. Alles in diesem Raum, sonst hätte man vielleicht, man hört ja was, wenn jemand mit Haus betrifft. Ich meine, das war alles, was sie dabei hatten. Die Mädels hatten Ohrenschmuck ja. Dabei. Die Kunde mal eben bitte. Es geht einmal um den Herr Hass. Die Behandlung ist soweit fertig. Der ist jetzt im Vernehmungsraum. Für Hans Frandenberger und Sören Naujok steht fest, dass der Mann sich der sexuellen Nötigung strafbar gemacht hat. Noch zu ermitteln ist jedoch, ob er die Frauen auch bestohlen und was es mit dem Betäubungsmittel auf sich hat. Noch ein Satz vorweg. Wir sind nicht dafür da, jetzt Ihnen nur Nachteile in die Schuhe zu schieben, sondern wir wollen auch Ihre Unschuld unter Umständen beweisen. Und das gelingt immer am besten, wenn Sie mitspielen. Überlegen Sie sich jetzt ganz genau, was Sie sagen. Packen Sie doch mal aus, was da abgelaufen ist. Ja, ich war erstmal extrem sauer, dass dieses Mädchen mich abwimmeln lässt. Und normalerweise bin ich der, die Frauen abwimmeln lässt. Weißt du, ich meine, die hat mich so aggressiv gemacht, dieses Mädchen, dass die... Wodurch? Ja, die hat meine Nummer gelöscht und die wollte nichts mehr mit mir zu tun haben nach dem ersten Date. Wir leben hier in Deutschland und da darf eine Frau das. Ist das für mich nicht geklärt gewesen? Ich habe gedacht, komm, ich fahre jetzt zu ihr nach Hause und bespreche das nochmal. Und dann haben wir uns gestritten, diskutiert, dann habe ich sie geschubst, da ist sie irgendwie gegen die Tür geknallt mit dem Kopf und ist dann rausgerannt. Also das haben Sie schon mal sich an die Füße gebunden, ne? Das ist eine Körperverletzung. Ja, aber das war durch ein Gespräch, sie ist selber hingefallen. Also durch ein Gespräch hat man nicht solche Macke am Kopf. Ja, sie ist dann an die Tür gestoßen, ist dann, hat sich verletzt und ist dann sofort rausgerannt. Ich wollte ihr nochmal hinterher, wollte ihr nochmal packen und dann habe ich auf einmal gesehen, da waren vier Mädels halb nackig auf einem Wohnzimmer und ich dachte, oh mein Gott. Und die Mädels haben sie vorher was ins Glas gepackt, damit sie dann alle schön so bereit da liegen, damit sie sich Nee, das schwöre ich, das war ich nicht. Ja, das Verhalten von unserem verdächtigen Herrn Haas, indem er da halbnackte Frauen, ich gehe mal davon aus, gegen ihren eigenen Willen gefilmt hat, das ist schon verwerflich, das ist eigentlich unmöglich. Und wenn man sich mal in die Lage der Frauen versetzt, wenn die dahinter kommen, womöglich noch selber sehen, was da mit ihnen geschehen ist, dann kann man sich ungefähr vorstellen, wie denen zumute ist. Ja. Fraglich jetzt auch wirklich, war er es? Also derjenige, der da Betäubungsmittel ins Glas gepackt hat oder nicht? Oder ist er halt zufällig dazugekommen? Also ich schwanke da noch, ja, nein, ich denke mal, du auch. Ja, mir geht's genauso. Das versuchen wir jetzt herauszufinden. Wir haben jetzt unten ein paar Spuren gesichert, ja, und das wäre vielleicht was für euch. Sollte ich mal angucken. Du meinst sofort, ja? Ja. Am besten? Ja. Die kriminaltechnische Auswertung der Spuren am Tatort liefert neue, wichtige Beweise. Mittlerweile steht fest, um welches Betäubungsmittel es sich handelt und wer es den Frauen verabreicht hat. Wir haben jetzt hier den Sekt getestet. Also der ist definitiv clean, da ist nichts drin, kein K.O.-Dings. Was wir gefunden haben, ist in den Pralinen selber. Sieht ja lecker aus. Schönes weißes Pülverchen. Und das ist definitiv Schlafmittel. Man muss ja Gutes sein, was sofort wirkt, oder? Ja, das ist nicht ohne, das ist hochkonzentriert. Wollte ich gerade sagen, mit hohen Dosierung. Ja. Ja, weniger hohen. Ja. Mhm. Ich habe auch noch was für euch. Weißt du noch, wer die Pralinen mitgebracht hat? Ob die also ist Lan ein Pralinen da, hat sie ja erzählt. Ich hab. Machen wir gleich, lassen wir mal. Auf jeden Fall, die Kollegen sind ja nachher nochmal ums Haus gegangen und haben diesen Rucksack da gefunden. Okay. So, und in dem Rucksack selber haben wir halt ein paar Schmucksachen gefunden. Das scheint der Schmuck zu sein von den Mädels. Des Weiteren haben wir aber noch was gefunden: Schlafmittel. Pforte, ja, okay. Pforte stark. Und wie ich sehe, steht da eine Quittung dabei. Das ist ganz klar, wir haben schon rausgefunden, von der Frau Kuhn ist das. Also Frau Kuhn hat mit der EC-Karte diese Tabletten gekauft. Also doch Frau Kuhn. Die Dessous-Beraterin hat die Frauen betäubt. Es liegt nahe, dass sie ihre Opfer auch ausgeraubt hat. Die Ermittler konfrontieren sie mit ihrem Verdacht. Ich glaube, wir müssen noch miteinander reden. Der Kollege hat ein kleines Geschenk für Sie. Ich wollte Sie mal fragen, und zwar, seien Sie nicht neidisch, ich habe nur eine Praline mitgebracht. Möchten Sie die gerne haben? Probieren Sie mal, die schmecken gut. Moment, hallo! Was ist das denn hier? Was greift man das? Ich hab da irgendwas in der Hand. Nein! Ich weiß nicht, was Sie kommen. Ich weiß nicht, ganz was langsam, Sie kommen. Ganz langsam, ganz langsam. Ganz langsam jetzt. Mensch, halten Sie still jetzt. Wir sind mit vier Leuten hier. Ruhe jetzt hier. Was ist da? Was wollen Sie da aus der Tasche holen? Was soll das denn hier? So. Guck mal hier. Guck dir das an. Dank KT hatten wir jetzt tatkräftige Beweise, dass die Veranstalterin hier doch die Täterin ist. Natürlich haben wir sie damit konfrontiert und das passte ihr gar nicht und hatten sie natürlich dadurch in einen Verzweiflungstag gedrängt. Aber die konnten wir relativ schnell unter Kontrolle bekommen. Was ist mit diesem Mann? Kennen Sie den? Nein, ich kenne diesen Mann überhaupt nicht. Ich habe ihn auch noch nie zuvor gesehen. Also der ist zufällig bei Ihnen jetzt dort aufgetaucht und hat Ihre Tour vermasselt sozusagen? Ja, wahrscheinlich.
Ich habe ihn bestimmt nicht dahin bestellt. Alles klar, dann können wir ihn auf jeden Fall erstmal dann entlassen. Der Herr Haas hat im Prinzip seinen kriminellen Weg heute begonnen mit dem Hausfriedensbruch. Er ist also gegen den Willen der Hausbesitzerin eingedrungen. Dann kam es zu einer Körperverletzung. Er hat ihr ja die Tür vor den Kopf gehauen. Und dass er diese hilflose Situation der hilflosen Personen ausgenutzt hat und die gefilmt hat, das ist schon eine heftige Angelegenheit. Das wird strafverschärfend wirken. Und bei der Veranstalterin ist es so, die hat sich durch eine Körperverletzung, die Betäubung durch dieses Mittel ist natürlich eine Körperverletzung, hat sie sich bereichert an dem Schmuck, den sie den Frauen entwendet hat. Ich glaube, so eine Dessous-Party werden sie sich nicht mehr ins Haus holen. Wahrscheinlich nicht. Ja. Die Dessous-Beraterin kommt wegen Raubes und Körperverletzung in Untersuchungshaft. Der Mann erhält auch eine Anzeige wegen sexueller Belästigung. Die Frauen haben glücklicherweise keine bleibenden Schäden davongetragen.